Hi! Heute ist Kupplungstag. Ich erkläre euch heute die Kupplung der Large Frame Modelle und deshalb bauen wir zusammen die Kupplung hier aus dem Motor und zerlegen sie komplett. Damit fange ich jetzt gleich mal an. Der Kupplungsdeckel ist mit 3 Schrauben befestigt. Die müssen natürlich aufgemacht werden. Wenn ich jetzt den Kupplungsdeckel abnehme, dann werdet ihr gleich sehen, dass da dran eine Dichtung verbaut ist. Das ist die sogenannte O-Ring-Dichtung. Ich ziehe den Deckel ab und da seht ihr schon die O-Ring-Dichtung. Und hier drinnen ist der Trennpilz. Den sollte man auch auf Verschleiß prüfen. Das sieht man, wenn der hier unten eingelaufen ist. So, dann haben wir schon die Kupplung. Was sehen wir hier? Das ist eine COSA-Kupplung, sogenannte COSA-Kupplung. Das sieht man an der Form des Korbes und man sieht es an diesen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nieten, worauf sich nochmal innen drin 8 kleine Federn befinden. Jetzt muss natürlich die Feder hier gelöst werden, damit diese kleine Platte rausgenommen werden kann. Das ist die Platte, wo dann letztendlich der Trennpilz drauf drückt. So sieht die Platte aus, so sieht die Feder aus. Und schon sehe ich, wie die Kupplung befestigt ist, und zwar mit einer sogenannten Quetschmutter. Das ist typisch für eine COSA-Kupplung. Diese Mutter kann man aufmachen, jedoch wenn man die jetzt versuchen würde, einfach so aufzumachen, geht es nicht, weil da dreht sich der ganze Apparat mit. Also, was mache ich? Ich nehme das Kupplungshaltewerkzeug, sieht so aus, und hänge das hier ein. Um das hier einzuhängen, muss ich natürlich wieder die Schraube eindrehen. Und die Schraube drehe ich natürlich weit genug ein, damit ich den Guss nicht beschädige, weil es doch ein paar Kräfte wirken. Einhängen. Wir haben hier lauter Nuten drin. Wenn wir jetzt ein bisschen hin und her drehen, dann hakt das auch irgendwann ein. Dann nehme ich meine Ratsche mit 19er Nuss und dann machen wir das Ganze auf. Mutter ist draußen. Wenn die Mutter einmal rausgenommen wurde, bitte diese wechseln, weil es eine sogenannte Quetschmutter ist und die Sicherung einfach dadurch besteht, dass sie gequetscht wird. Jetzt mache ich erstmal das Werkzeug wieder runter. Die Schraube kann ich drin lassen. Und jetzt kann ich die Kupplung rausziehen und dabei bitte vorsichtig sein, damit der Keil nicht verloren geht. Der Kupplungskeil. Der sitzt nämlich hier, aber bevor ich den Keil rausnehme, zeige ich euch noch ein Teil, das unter der Mutter liegt. Das ist die Wellscheibe. Die sollte auch gewechselt werden. Dann haben wir hier unten den Keil. Und da, wie gesagt, aufpassen. Kupplung ist ausgebaut. Dann würde ich sagen, zerlegen wir die Kupplung komplett einmal zusammen. Und dazu brauche ich erstmal eine freie Arbeitsfläche. So, jetzt habe ich mir ein bisschen Platz gemacht, damit wir zusammen die Kupplung zerlegen können. Wir fangen mal mit der COSA-Kupplung an. Das war auch die, die verbaut war in dem Motor, den ich gerade geöffnet habe mit euch. Also, wo wir den Kupplungsdeckel runter gemacht haben. Und es gibt ein Werkzeug, das finde ich dafür sehr geeignet. Und zwar ist es der Kupplungskompressor. Der drückt die Kupplung zusammen, damit die Federn zusammengedrückt werden und die Kupplung entlastet wird. Das funktioniert folgendermaßen. Da wird einmal hier die Scheibe aufgelegt. Dann halte ich die mit meinem Finger fest. Gehe hier rein. Und drehe die Mutter hinten drauf. Das kann ich soweit mit der Hand alles noch machen. Und dann nehme ich mir einen 19er Schlüssel. Und dann drehe ich und drehe ich und drehe ich. Und jetzt ist die Kupplung komplett entlastet, ja? Und so kann man arbeiten. Okay, die Kupplung ist durch eine Feder gesichert. Die seht ihr hier oben, da ist so ein Ring. Da fahre ich hier rein. Und jetzt kann ich anfangen, die Beläge rauszunehmen. Hier seht ihr schon die Korkbeläge. Die sind in dem Fall etwas verschlissen. Also sollten die auch gewechselt werden. Und dann sehen wir schon das Kupplungszahnrad. Die Kupplungszahnräder gibt es in verschiedenen Bauweisen mit 20 bis 23 Zähnen im Groben gesagt. Das hat dann was mit der Übersetzung zu tun. Und dann habe ich als nächstes eine Buchse. Die Buchse wird entfernt, auf Verschleiß prüfen. Wenn sie Spiel hat, ist sie verschlissen. Wenn sie stramm satt drauf geht, ist sie nicht verschlissen. Dann haben wir noch die Anlaufscheibe. Die sieht so aus. Wir nehmen das Tool wieder raus, das wir am Anfang reingedreht haben, um sie zu entlasten. Das ist wie gesagt die COSA-Kupplung mit 8 Federn.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diese Federn gibt es in verschiedenen Härten zu kaufen, je nachdem, was man braucht. Und auch da kann man schauen, ist eine Feder gebrochen, fehlt eine Feder, sind überall denn die gleichen Federn drin. Und die kann man gegebenenfalls dann austauschen, indem man sie einfach hier rauszieht. Und jetzt haben wir wirklich die Kupplung bis aufs Letzte auseinandergebaut. Okay, dann lasst uns noch mal die PX-Alt-Kupplung zerlegen. Das war eben die andere Kupplung, die es noch gibt, mit den größeren Federtellern. So, auch hier kann man wieder den Kupplungskompressor verwenden, um die Kupplung zu entlasten. Selbes Prozedere. Wird das Ganze hier reingedrückt, wird komprimiert und ich kann in Ruhe wieder die Feder rausnehmen. Und jetzt kommen wieder die einzelnen Belege zum Vorschein. Genau wie bei dem anderen Kupplungsmodell habe ich hier drin sitzend eine Buchse. Wenn die verschlissen ist, klappert und leicht rauszunehmen ist, dann die bitte gegebenenfalls wechseln. Und dann sind wir wieder so weit, dass wir nur noch die Platte hier unten übrig haben. Deshalb machen wir jetzt wieder unser Tool auf. Und ihr seht schon, hier kommen ja diese Federn entgegen. Die sitzen in diesen Federtellern drin. Und das ist dann der nackte Kupplungskorb einer PX-Alt-Kupplung. So sieht er aus. Generell bei getunten Motoren empfehle ich euch, eine Koser-Kupplung zu verbauen. Die kann einfach mehr Kraft vertragen, hat eine bessere Kraftübertragung und lässt sich leichter drücken. Okay, dann gibt es aber noch von SIP eine auf der Koser basierende Sportkupplung. Die empfehle ich euch, wenn ihr Motoren habt von 15 bis 18, 19, 20 PS sowas. Hat einen Ring drumherum geschweißt um den Korb, sehr gut verarbeitet. Einbaufertig. Für alle Leistungshungrigen unter euch, die Motoren jenseits der 20 PS Marke haben, denen empfehle ich auf jeden Fall den CNC gefrästen Race SIP Kupplungskorb. Der sieht so aus. Der sollte auf jeden Fall standhalten. Dazu gibt es eine verstärkte Feder zum Einbauen. Jedoch ist hier zu beachten, dass ihr mit dem normalen Kupplungsdeckel nicht sehr weit kommen werdet, weil das Ding einfach zu viel aufträgt vom Material. Also fräst ihr entweder euren Kupplungsdeckel aus oder ihr kauft den schon fertig ausgefrästen Kupplungsdeckel vom SIP. Das ist auf Basis eines Originaldeckels. Wunderbare Sache, Plug and Play. Soweit so gut. Wir sind für heute durch. Hausaufgabe für euch. Schraubt eure Kupplungen auf. Wenn die Belege nicht mehr gut sind, tut ihr sie bitte wechseln und vorher in Öl einlegen. Ganz wichtig. Und schaut einfach mal, was habt ihr für Kupplungen. Trennt eure Kupplung überhaupt richtig oder auch nicht? Ist die Kupplung richtig abgestimmt für euren Motor? Und wenn ihr dazu Fragen habt, ruft uns einfach an oder schaut im Katalog nach. Die Links sind alle unten im Video drin. Viel Spaß beim Schrauben!